So, muss leider kurz unterbrechen, die Tür ist aufgegangen, es war ein Anliegen, es gibt gleich Kaffee. Da sind wir wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung, es waren 2 Minuten, ich habe auf die Uhr geschaut. War das unser Raum? Ich habe keine Ahnung. Nee, es ist gerade noch eine Mail vorbeigelaufen, der habe ich die Viecher abgestellt. Nachdem ich wieder sichtbar war, irgendwann dann unsichtbar und bla und blub, hast du nicht gesehen. Gut, wir müssen noch ein paar von den Mobs killen. Das kriegen wir hoffentlich hin, ne? Warte. Der spawnt hier, ja, okay. Haben wir denn hier einfach? Oh, TOI, Schrott, geil. Mich schon gefreut, könnten Kings werden. Nein, 10-3 Int. Richtig schön auf den Nacken. Hier haben wir es auf Bild. Da, 10-3 Int. Warte mal, das ist irgendeine Soul, nehmen wir mal mit. Damit ich es auf meinen Lagercharakter für Pet Souls machen kann. Ah, da ist der zweite. Ich glaube, der gehört jetzt einen Spot dazu. Aber ist mir egal. Ich mache erstmal so. Da ist der Kings! Da ist er ja! Ja, moin! Jetzt hätte ich gerne noch einen achten Spiegel, danke! Ja, gut. Alter, wie gut ist das bitte? Oh, geil, schön 3-Inch-Rotten, da kommt ein Kings, weißt du, wo ich gesagt habe, man könnte auch Kings sein. Nice! Ey, ich komme gerade nicht drauf klar. Ey, zum Glück habe ich so ein Glück und so eine Situation immer auf Kamera, weißt du? Das war schon bei dem eine Stunde Farm-Video mit dem Goss vor etlichen Monaten, was auch mega Liebe bekommen hat, was Aufrufe und Likes angeht. Mein like-stärkstes Video auf dem Kanal. Ich glaub's gar nicht, dass ich sowas mal sage. So Likes, 19 Likes hat das Video, was für meine Verhältnisse echt krass ist, weil ich im Schnitt vielleicht 2 bekomme und ein Dislike. Da habe ich aufgenommen, habe ja auch innerhalb von einer Stunde Stone of Poison und einen Stone of Strength rausbekommen, was ich für 5 KK und 27 KK verkauft habe oder so. Also hammerhart, Alter. Hammerhart. Zum Glück habe ich nicht vergessen, das Mikrofon anzumachen, also alles cheesy. Ich hatte schon Angst, dass ich meinen Mega ausraste und meine Kommentare wegen Schrott nicht auf Dingen, auf Bild, auf im Kasten habe, aber ich war zum Glück so schlau und habe nach meiner Unterbrechung das Mikrofon angemacht. Eine Sache übrigens, die ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich irgendwie vergesse, das Mikrofon anzumachen und ich es nachher vertonen müsste, das mache ich nicht, weil das kann ich nicht. Aber da kommt sowas dabei raus, wie ich versuche es mit hier. Ja, hier sehen Sie einen Dieb, der haut hier rum und was macht der Typ da? Jetzt hat er keinen Guns of Killing mehr und jetzt rennt er da rum. Er hat noch Cooldown und versucht es aber anzumachen. Ja, so ein Spaß, bla bla. Sowas kommt dabei raus und ja. Ich kann halt nur Commentary machen, wenn es wirklich live ist. Ansonsten ist es Schrott. Oder wenn ich ein Skript dazu habe. Aber dann baue ich 100.000 Versuche, weil entweder ich nehme es live auf und es ist gut. Oder ich nehme es nicht live auf und dann ist halt scheiße. Ja, gut, haben wir halt mal eben Kings bestellt und bekommen. Nice. Also Unterhaltungsfaktor meinerseits ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch unterhalten. Nicer Scheiß. So, wir brauchen noch einen danach, oder? Ja. Machen wir ganz einfach. Wir rennen in den Raum rein. Wir brauchen auch noch 7 Crows. Crows. Okay, das ist schon mal fertig. Counter-Attack ist da. Wir machen jetzt halt ein bisschen hier den Runner. Mal gucken, ob es klappt. Weil, wie gesagt, ich kann jetzt hier ein bisschen Mana loswerden, weil ich kriege gleich wieder volles Mana, wenn ich die nächste Quest annehme. Oder halt einen Angriff nehme. So rum macht's mehr Sinn. Bum bum. Ist auch fertig. Halt. Ciao. Danke fürs Gespräch. Ach ja, was erlebt man nicht alles während der Aufnahme? Weißt du, ne? Wenn ich einfach casual spiele, ohne aufzunehmen, so ein bisschen, ich hab mal Bock auf Farben, so Bruder, kriege ich erstens nie was gedroppt und zweitens,
so eine lustigen Situationen wie hier passieren auch nicht. Das ist genauso geil wie Folge 53 oder wann es war. Ich glaube, ich schneide das Thumbnail mit rein. Wo ich mich darüber lustig gemacht habe, so, haha, wir pimpen unseren. Warte mal, hier ist gerade laut. Ich möchte gerade mal hier durch. Haha, wir pimpen unseren G50-Decker. Bis plus 5 ist auf jeden Fall sicher und es wird nichts passieren. So, ja, es könnte passieren, aber es wird. Oh. 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 Weißt du, es war genauso geil. Weil damit habe ich auch null gerechnet und ja, klar, der Decker war halt kaputt. Scheiße war's. Musste man halt die nächsten 2 Millionen Folgen mit G48 weiterspielen. Aber allein für diesen Lachmoment, wo ich halt wirklich mental komplett geplatzt bin vor Lachen, allein dafür war es wert, dass der Digger Schrott war. Und ich meine, ich hätte mir einen neuen kaufen können, aber egal. Es ist einfach so egal gewesen. Und ja, so viel dazu, zu unserem Aufnahmeglück. Wir haben. Wenn wir was aufnehmen, haben wir immer Glück, dass eine lustige Szene rauskommt. Das war, ich wollte gerade schon Numpad 1 drücken zum Raptor aktivieren. So geht was mäßig. Aber ich muss ja hier STRG 4 und dann die 2. Das ist ja meine Mount-Sache hier. Ist ja kein Mount, aber hey. Nee, ich freue mich schon so, wenn ich endlich meinen Endscreen für Guild Wars fertig habe und dann da mit dem Let's Play anfangen kann. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht irgendwann mal meine Let's Plays, die noch angefangen sind, fertig mache. So, Oriented Blind Forest, Life is Strange, wie es auch immer heißt. After the Storm oder so. Ich bin leicht planlos. Ja. Das ist der Raum? Der Raum müsste es gewesen sein, ne? Before the Storm war es, stimmt. Kommt mir gerade. Das war noch offen. Minecraft ist noch offen. Wobei Minecraft werde ich gucken, dass ich es vielleicht als Gelegenheitsprojekt mache. Und da vielleicht immer wieder mal eine Folge rausbringe. Ich weiß noch nicht, wo ich damit hin möchte, weil ich habe 100.000 Projekte auf dem Kanal laufen und weiß nicht, wohin damit. Das ist halt ein Problem. Ich habe auch Rocket League angefangen gehabt. Da habe ich auch noch einen Haufen Material in Hinterhand. Genau wie PUBG habe ich einen Haufen Runden in Hinterhand, die ich hochladen könnte. Aber ich mach's halt nicht. Ist meiner Meinung nach auch nicht schlimm, weil, naja. Gerade Rocket League zum Beispiel klickt sich bei mir überhaupt nicht. Und ich will nicht klickgeil klingen, aber es ist klickgeil, wenn man es genau nimmt. Zu ein paar Klicks lohnt sich's halt dann auch nicht, das zu machen. Ich meine, gut, bei Call Online kriege ich auch nicht viele Klicks raus, aber da habe ich wenigstens eine Community, die sich das auch wirklich anschaut. Wenn ich ein neues Video rausbringe, egal ob es jetzt ein Let's Play ist, wobei da weiß ich es nicht, aber gerade so ein Cinematic-Video, da weiß ich, ich habe ein paar Klicks. Sprich, ich habe es nicht für mich gemacht, sondern für Leute, die es halt wirklich angeguckt haben. Joa, nicht? Wir brauchen noch 31 Mobs. Und dann geht's weiter. Mir kam gerade eine geile Idee vom Thumbnail. Ich glaube, das mache ich dann gleich, wenn ich die erste Folge schneide. So, meine Mobs rennen da gerade irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, was sie machen wollen. Aber ist mir egal. Ich habe ja meine paar Mobs hier und solange hier kein Hacker reinkommt, ist mir alles recht. Sind die Mobs an der Ecke und stören mich nicht. Und du stirbst? Sag ich doch. So, okay. Wir brauchen noch ungefähr 30. 20? Nicht mehr 30. 20 waren es, ja. Rechnen kann ich geil. Dann sind wir im D2 fertig und dann gehen wir ins D3 fertig. Und dann ins D2. Oh, mein Kopf. Mein Kopf schreit schon: Pause, mach Pause. Nein, ich kann nicht mehr denken. Und ich bin gerade so dabei, ich habe keine Pause zu machen, ganz ehrlich. Also, hier euer Cold Mystery präsentiert euch verbalen Dünnschiss für die nächsten auch ungefähr 30 Minuten. 40, 50, 60. Mal gucken. Planmäßig noch 1,15. Aber wie viel ich dann letztendlich wirklich aufnehme, weiß ich nicht.
Ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen selber schuld, weil ich wollte direkt nach dem Aufstehen anfangen. Hab's aber nicht gemacht, weil ich erstmal bis um 4 in Guild Wars rumgehangen bin. Guild Wars, dieses böse Spiel. Warum gefällt es mir nur so gut? Ja. So. Jetzt kommen die ganzen Konsorten hier an. Nicht so geil. Hallo, ich möchte den Beheader haben. Hallo. 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 Danke. Auch das Leben. Gib mir dein Leben. Ich glaube, eine Sache merkt man mir an. Ich bin einfach verrückter geworden in der Zwischenzeit. So zwischen den Let's Play-Aufnahmen von vor über einem Jahr fast. Ist fast ein Jahr her, glaube ich. Und zu jetzt. Okay, ist fertig. Nice. Mach den Mobster trotzdem noch fertig. So, okay. Dann schnell einsammeln, ab in die Stadt abgeben und dann ab ins D2. Juhu. Auf D2 freue ich mich schon. Ich hoffe, da sind nicht so viele Hacker unterwegs, aber D2 ist immer so ein bisschen Respekt. So, wobei, warte mal, ich bin ja auch dumm. Was den hier machen? Im D2 kannst du darauf wetten, dass mindestens ein oder zwei Räume frei sind. Zumal ein oder zwei Räume sind immer die bei den großen Räumen, wo halt mehr Platz ist und wo du halt ja nicht so geil einen Bot reinstellen kannst, aus Sicht der Bots. Von dem her, jetzt muss ich kurz warten, bis der Dieb ankommt, weil ich die Mage minimiert hatte. Ich setze mich gerade mal hin, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Da kommt er. Okay. Looking for Leech Service, Level 81, 91, Pemmy for, la, Time Condition. Das ist auch noch so eine Sache mit den scheiß Legion. Ja komm, wir sind mal noobfreundlich hier und geben der kleinen Blechkiste mal ein bisschen Buffs. Wollen ja nicht so sein. So, heilen tue ich sie auch noch beide, wobei mein Dieb brauche ich eigentlich nicht heilen, der ist ja voll. Das ist ja auf dem anderen Bildschirm. So, okay, dann haben wir noch hier unsere Refine Mage. Also zwar ein bisschen Dieb sehe. Jetzt ist er um die Ecke, jetzt bin ich auch im Range. Schwupps. Okay. Einmal abgeben, XP kassieren. Wups. Wups. Und wups. So. Okay, dann hätten wir die 2. Das wären hier die 4. Moment. Oh! Okay. Mich um ein Level vertan. Ich dachte, ich könnte in B2 bereits 2 Quests machen, aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich möchte gerade noch die Mage kurz hinsetzen. Die andere, die habe ich nämlich vergessen. Gut, dann ist es im D2 ein bisschen schneller. Also vielleicht werde ich einfach zwischen den Aufnahmen ein Level voll machen. Also quasi das halbe Level, was jetzt ungefähr fehlt. Dass wir wirklich 65 sind und im D2 2 Quests machen können. Einfach weil. So vom Let's Play her kennen wir halt sehr viel Demon Castle, sehr viel Wald mit Doggies, sehr viel Royal Tomb und D3 und sonst nichts. Ich werde, sobald ich den neuen Dagger habe, auch ins FOE gehen, das kann ich schon mal anteasern, und da anfangen für einen Job-Change zu sammeln, weil mir fehlen noch ein paar Elemente. Ich habe schon sehr viel gesammelt, bin ich ganz ehrlich, ich habe ja meine anderen Charaktere, mit denen ich immer mal ein bisschen am Rumdödeln bin, und zum Beispiel die Earth Elements könnte ich auf einen Schlag voll machen, weil ich habe sehr viele Imps. Weil das halt einfach das Gebiet ist, wo ich am meisten spiele, wenn ich im FOE bin. Von anderen Elementen habe ich halt aus Lootboxen rausbekommen. Ich habe noch 2 Videoclips auf Lager, wo ich halt diese Black und White Cubes aufgemacht habe. Die haue ich vielleicht irgendwann auch nochmal raus. Einfach so, ja, hier, Black White Cubes, ist wert? Nein, ist es nicht. Ist einfach Schrott, ist es. Ich habe insgesamt aus den Black und White Cubes habe ich rausbekommen
Eine 62er Waffe, eine 59er Waffe, 60er irgendwas war's, ein 60er Armor Part. Dann ist da noch Strength, ein paar normale Stones und das war's.